So, guten Tag, meine Damen und meine Herren. Wir werden heute noch ein bisschen weitermachen mit diesem Kapitel Peer-to-Peer-Networking, also eine Anwendung von Kommunikationsnetzen, Rechnernetzen. Und ich habe letztes Mal hier angefangen mit diesem verteilten, chunkbasierten Modell der Verteilung. Verteilung von der Datei übertragen an mehrere Interessenten. Der hier hat zunächst mal, zumindest in unserer Betrachtung, die komplette Datei, und die teilt er auf in solche Teile, Chunks. Und ich habe das jetzt hier mal mit A, B, C, D, E, F, G, H beschrieben. Und dann geht es los mit dem Übertragen. Der hier bittet den um einen Teil von dieser Datei. Und wenn man das vernünftig wählt, dann sorgen wir dafür, dass unterschiedliche Teile von hier, hierhin und hierhin geraten, sodass dann, wenn erstmal diese ersten beiden Teile übertragen worden sind, dass der hier sich einen Teil auch da besorgen kann und dieser hier einen Teil hier besorgen kann und nicht immer den hier bitten muss. Wir erreichen also dann so eine Verteilung von den Chunks, propagieren von den Chunks in diesem System. Und der hier kann sich zum Beispiel da das G holen, was der vorher da geholt hat. Der kann sich aber auch das G holen, was der hier vorher sich von dem geholt hat. Auf die Weise wird Replikation produziert, sodass wir unser Netzwerk effizienter betreiben können. Und nach einer gewissen Weile, wenn der Z hier ausgeschaltet worden ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr existiert, haben wir zumindest, wenn es vorher gut gelaufen ist, sämtliche Teile hiervon in diesem Netzwerk, wobei wir nicht unbedingt jeder dann die komplette Datei hat, aber immerhin eine Abdeckung von der Datei werden dann nach einer Weile im Netzwerk verteilt herumliegen. Ziel von jedem von den Einzelnen kann sein, muss nicht sein, dass jeder einen kompletten Satz hat, aber es könnte natürlich sein. Und die Hoffnung ist natürlich schon da. Also, Dateien werden viele kleine Stücke aufgeteilt, paralleler Download verschiedener Stücke von da, von da, von da. Und die jeweilige Klientensoftware muss dann diese Stücke zusammensetzen. Wir müssen natürlich schon das gewährleisten, dass die Stücke hier und hier und hier dann zusammenpassen. Und das macht man zum Beispiel mit so einem Datei-Hash. Also es wird ein Hash über die gesamte Datei gebildet. Und wenn wir das verteilen, dann, wenn wir das anbieten zunächst mal, dann sagen wir, okay, ich habe diese Datei mit diesem Hash. Welche Stückchen möchtest du dann? Jetzt könnte es natürlich theoretisch passieren, dass zwei denselben Hash kriegen, aber da muss man die Hash-Funktion halbwegs sorgfältig auswählen. Und schon ist die Wahrscheinlichkeit ganz gering, formulieren wir es lieber so. Durch diese Art der Verteilung entsteht auch eine breite verteilte Download-Basis. Wenn also ein Teil des Netzwerkes verloren geht, aus irgendwelchen Gründen, gibt es immer noch den Rest. Diese Geräte hier, die anderen, die haben vielleicht nicht sofort oder eine ganze Weile lang nicht eine vollständige Kopie, aber vielleicht kann man ja auch mit einer Teilkopie noch was anfangen, bei einem Film oder bei einem Stück Audio wird man das häufiger können, als wenn es wenn es ein Executable ist, ein Stück Programm, eine Distribution oder sowas. Wir können auch natürlich Linux-Distributionen auf diese Weise verteilen oder viele Spiele, die ja meistens große Files haben, werden häufig gerne so verteilt. Jeder, der sich das Spiel runterlädt, von,
von einem Server. Dann sagen wir mal, das ist der Server, der das Spiel bereithält. Aber jeder Klient, der da noch im Netzwerk zusätzlich unterwegs ist, der wird dann ausgenutzt, um, solange er den Download veranstaltet, auch selber noch im Uplink sozusagen wieder die Datei zu helfen, die Datei möglichst weit zu verbreiten. Das spart dem hier Zeit und Arbeit und außerdem natürlich Upload-Kapazität, wenn er die zahlen muss, wenn er dafür zahlen muss. Hier steht leicht heterogene Netzwerkstrukturen aus. Dazu diesen Unterpunkt davon ist natürlich, dass die meisten Klienten in so einem Netzwerk oder sagen wir mal zumindest viele Klienten in so einem Netzwerk einer ADSL-Leitung sitzen, dass sie also wesentlich weniger Upload- als Download-Durchsatz haben. Diese Replikation führt dann zunächst scheinbar dazu, als ob man die Uploads von anderen auch noch benutzen kann. Allerdings der kriegt hier von dem mit der mickrigen Upload-Geschwindigkeit, die der hat, einen Teil geliefert und von dem hier auch noch einen Teil geliefert mit der mickrigen Upload-Geschwindigkeit, die der hier hat, immerhin dann insgesamt vielleicht doppelt so viel, aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Natürlich ist dann über das Gesamtnetzwerk betrachtet der Upload eben doch nicht mehr und diese Asymmetrie kann nicht wirklich ausgeglichen werden. Die wird gefühlt vielleicht für manche darin ausgeglichen, aber es ist natürlich auch so, dass dann viele andere von dem hier auch noch den Teil A verlangen, von dem hier, und dann kriegt man eben hier auf in diesem Strom eben nur einen entsprechenden Bruchteil von der Upload-Kapazität, die der hat, und andersrum genauso. Hier sehen wir es ja auch schon, das G wird hier hingeschoben und hier hingeschoben, und dann ist es auch nur noch die Hälfte von dem Upload, die der Y zur Verfügung hat. Insgesamt sorgt es aber natürlich schon dafür, insbesondere wenn man diese Verzeichnisse, wer wo was hat, geschickt benutzt, sorgt es natürlich trotzdem dafür, dass man lokale Replikation fördern kann, wenn man es richtig macht. Ich möchte jetzt hier über so ein paar Modelle der Verteilung, die sich so in der Vergangenheit gebildet haben, noch ein wenig erzählen, insbesondere auch über das Freenet. Das GNUTella-Netzwerk war eines der frühen File-Sharing-Netzwerke. Da ist ein Peer, gleichzeitig Client und Server, der also, das ist bei fast allen der Fall, der also hier runterlädt und hier noch zur Dateien bereithält. Außerdem auch noch Verzeichnisinformationen bereithält. Da wird ein HTTP-basiertes Protokoll benutzt, damit die miteinander kommunizieren können oder wurde, und rekursiv nach Peers und Dateien gesucht. Also wenn man mal einen gefunden hat, dann hat der für einen auch weitergesucht und dann später, wenn er das gefunden hat, einem das auch noch mitgeteilt, weiter mitgeteilt. Also der A fragt den B, ob er andere von diesen Servants kennt, andere Peers kennt, und der B schickt ihm die er kennt und sucht aber noch weiter mit einer weiteren Nachfrage bei anderen, und genauso, wenn man Dateien sucht. Also so ein rekursiv verteiltes Modell. Natürlich werden auch Inhalte auf diese Art weitertransportiert. Wenn man also so einen Peer fragt nach einer Datei, dann kann der das entweder selber haben oder er kann sich umdrehen und schauen, dass es einem besorgen kann. Beim Starten von einem Klienten wird zunächst mal einen Cache konsultiert,
ob man da nicht zumindest von einem, den man die letzten Male gesehen hat, von einem von diesen Nutella-Servants, ob da noch irgendwo einer, ob der noch aktiv ist. Und den kann man auch wieder nach anderen fragen. Aber wenn natürlich keiner aktiv ist, dann kann man vielleicht noch ein paar Well-Knowns fragen, die viel aktiv sind. Aber man kann natürlich auch Pech haben und findet stundenlang keinen. Bis mal wieder einer hochkommt, der einen vernünftigen Cache hat und den man wieder fragen kann. Also da gibt es schon so ein Startproblem in diesem Nutella-Netzwerk. Interessant, das hier ist auch viel zum Sharen von, sagen wir mal, nicht ordnungsgemäß erworbenen Medienstücken benutzt worden. Das Freenet, was an der University of Edinburgh entwickelt worden ist, entwickelt worden ist, um das sich dann auch andere gekümmert haben, der Name Ian Clark steht da insbesondere dafür. Da werden Dateien grundsätzlich in dieser, heutzutage würde man sagen Wolke, in diesem Peer-Netzwerk transportiert von Peers zu Peers. Und die Idee ist, dass die Dateien bei einem Request migrieren. Also schauen wir uns mal diese Zeichnung an. Die Site A, die einen anderen Freenet-Server-Klienten, einen anderen Freenet-Peer kennt, fragt also diese Site B und der kennt entweder die Information, dann kann er schon mal Informationen zurückschicken, die gefragt worden ist, oder er fragt seine Peers, die er schon kennt, nach einer Datei. Und auch da kann wieder Matching-Information zurückkommen. Wenn der hier Matching-Information liefert, dann irgendwann später asynchron, dann schaut der hier nach, wer hat denn diese Anfrage gestellt und kann dem das dann zurückschicken. Also dieser B hier, den wir jetzt mal als der interessante Peer jetzt in unserer Betrachtung, der schreibt sich Anfragen auf, notiert die, fragt weiter in dem Netzwerk und es kann eventuell auch viel später so eine Antwort kommen. Die Dateien, die migrieren bei so einem Request. Also sagen wir mal, der hier hat die Datei, der C und der A möchte sie, dann überträgt er die zu dem B und der B hat dann die Datei, die hier kann dann auch irgendwann auf dem C und die kann da liegen bleiben, die kann aber auch irgendwann wieder gelöscht werden, zum Beispiel dann, wenn sie länger nicht mehr nachgefragt worden ist, wird sie auch gelöscht. Das führt zu so einem Wandern, Migrieren von Dateikopien. Wenn jemand häufig gefragt wird, dann wird er die Datei lange aufbewahren und das häufig Fragen bedeutet natürlich auch, dass Kopien erzeugt werden, also wenn der nach einer Datei fragt und die liegt hier und noch jemand anders fragt, dann behält er die und außerdem schickt er die beiden, sorgt also für Replikation. Wenn eine Datei länger nicht mehr nachgefragt worden ist, dann wird die auch entfernt, also dieses Netzwerk vergisst dann auch noch was. Das Freenet, das ist nicht gebaut worden mit der Idee, dass wir solche Medienstücke scheren, sondern es im Wesentlichen zur, sagen wir mal, verteilten, nicht kommerziellen und nicht überwachten Kommunikation gebaut. Dateien liegen auf Rechnern. Die Idee dabei ist auch, eine Annahme ist auch, dass Dateien zunächst mal verschlüsselt da übertragen werden, migrieren, dass die so eine Datei haben, der B, die eventuell gar nicht benutzen kann, aber dass man das als Dienst für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt, der kriegt ja dann vielleicht von woanders auch mal so eine verschlüsselte Datei. Wonach die hier in dem Request suchen, das ist auch nicht spezifiziert. Das muss jetzt nicht ein offener Dateiname sein, in dem unmittelbar klar ist, was drin ist, sondern das ist halt irgendein Schlüssel oder irgendeine Bezeichnung, nach der gesucht wird. Kennst du die Datei, die diesen Hash hat? Zum Beispiel.
wo man dann den Hash, wo man dann zu einem bestimmten Inhalt, den man sucht, den passenden Hash herkriegt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Es hat eine ganze Menge solche Verzeichnissysteme dafür gegeben, für sowas wie das Freenet, aber auch für diesen allgemeinen Verteilansatz, also Metadaten mit Hashes zu assoziieren, denn darum geht es ja im Wesentlichen. Im Fast-Track-System hat man dann sich überlegt, oder die es gemacht haben, haben sich überlegt, dass der Snapster eigentlich daran gescheitert ist, dass man den zentralen Server vom Netz genommen hat, also kein zentraler Server haben, sondern es gab da diese Supernodes, die dienen im Wesentlichen zum Suchen. Das ist der Index, in dem drin steht, wo denn welche Dateien liegen könnten. Die würden zum Beispiel mit sowas wie dem Freenet verteilen. Also Supernodes mit diesen Indizes. Der zentrale Server, ein zentraler Server hilft diese Supernodes, die immer noch transient sind, zu finden. Also wenn so ein Supernode hochfährt, dann registriert es sich bei dem zentralen Server. Und das ist natürlich dann auch wieder der verwundbare Punkt hier. Und damit haben sie dann das Fast-Track-Netzwerk auch irgendwann erwischt. Vorteil ist natürlich, dass die Suche relativ schnell ist, weil es einen zentralen Server gibt, den wir nach Supernodes fragen können. Und dann fragen wir mit der Meta-Information die Supernodes, ob sie da was im Index haben oder nicht. Dieses eDonkey-Netzwerk-Protokoll, das war mal eine Zeit lang sehr beliebt. Das ist so ein Zwei-Schichten-System. Da gibt es einerseits diese Server und andererseits die Peers. Die Peers tauschen hier Dateien aus. Also die eigentlichen Daten werden zwischen Peers übertragen und man kann dann auch so ein Peer fragen, hast du die Datei oder hast du sie nicht. Aber gesucht wird eigentlich hier in diesem Servernetzwerk. Also, als Peer registriert man die Dateien, die man sharen möchte, einen Hash und die Metadaten bei diesem Servernetzwerk. Und wenn ein Peer eine Datei haben möchte, dann fragt er einen von diesen bekannten Servern. Die sind durchaus transient, aber man muss also einen wissen, aber die Server wissen auch andere. Wenn man also einmal so einen Server gefunden hat, dann kann man noch andere Server erfahren und dann fragt man hier bei dem hier an oder mit so einer erweiterten Verbindung hier bei dem an. Oder der fragt hier an eine Suche und zurückkommen die Ergebnisse und wo es denn die Dateien gibt, die Quellen, und dann muss der Klient mit der Quelle direkt Verbindung aufnehmen. Man kann auf einem Webserver auch natürlich irgendwie interessanten URLs ablegen, und hier haben wir zum Beispiel so einen Share React, das war auch so ein Ding, wo man solche Dateien ablegen konnte, beziehungsweise ich glaube, auf dem Share Reactor lagen einerseits Dateien rum, aber eben andererseits auch Indexinformationen. Wenn man also in einem Search Request, wenn man hier so einen Server abfragt, nach Attributen fragt, also so einen Search Request absetzt mit den Attributen drin, Filename und Hash, dann hat man Filename und Hash bekommen, also hier irgendwie eine textuelle Beschreibung, Metadaten dazu. Der hat dann versucht, das zu matchen, hat eine Datei gefunden, hat einen Hash gefunden. Manchmal hat man dann eben auch Datei zurückbekommen, mehrere solche Einträge bekommen, selber Dateinamen, aber unterschiedliche Hashes. Und da waren dann eben haben dann irgendwie ein paar Teile gefehlt, oder vielleicht war es einfach nur ein bisschen kürzer, besser geschnitten am Anfang und am Ende und so weiter. Und dann muss man zu diesem Hash einen Source Request absetzen,
Und dann kriegt man eine Anzahl Sources und so eine Kombination IP und Portnummer. Diese Links, die helfen einem auch, dann bei einem Server so einen Source-Request abzusetzen, um an eine Quelle von einer Datei zu kommen. Auf die Weise kann man auch sinnvoll Dateiverteilung zum Beispiel von Unix-Distributionen oder Spiele-Demos oder sowas organisieren. Natürlich ist es auch für anderes benutzt worden. Ich habe mal interessehalber mir dann so einen eDonkey-Client vor vielen Jahren installiert und dann habe ich angefangen, irgendeinen Filmnamen eingetippt oder Musiknamen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Filmname. Und da habe ich das laufen lassen und ich meine, das dauerte zumindest zu diesem Zeitpunkt ewig lang, bis der Film da war. Und dann habe ich da gesessen und mir überlegt, was mache ich hier eigentlich wirklich? Ich bin gerade dabei, so einen Film runterzuladen, obwohl ich das gar nicht darf, obwohl ich nicht dafür bezahlt habe. Und der eine Teil ist, dass ich das runterlade, so eine Kopie anfertige. Der zweite Teil ist natürlich auch noch, dass das gleich wieder benutzt wird, um es weiter zu verteilen. Und dann habe ich das irgendwie nach einer Viertelstunde, einer halben Stunde, nachdem ich das installiert habe, ein bisschen kapiert habe, was da läuft, das ein bisschen betrachtet habe, kalte Füße gekriegt und habe das alles wieder gelöscht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mache ich jetzt lieber doch nicht. Und natürlich, für Sie, jemanden wie mich, stellt sich dann auch einfach die Frage, willst du nicht einfach bei Amazon oder sonst wo 15 Euro bezahlen und dann hast du das Ding und setzt dich nicht irgendeinem Risiko aus. Aber ich meine, das Studium war, das anzuschauen, was man dabei lernt, wie das funktioniert, das war natürlich schon interessant. Also wie gesagt, schnell wieder gelöscht nach dem Ausprobieren. Und der Film, der da stückweise gekommen ist, nicht mal angeguckt. Und auch gleich wieder von der Maschine gelöscht. Ich möchte jetzt noch über diese Torrent-Geschichte sprechen. Sie sind schon ein bisschen älter, Herr Cohen hat das veröffentlicht. Auch so ein dezentraler Verteildienst für Dateien. Und das eigentlich Interessante an dem Torrent, an dem BitTorrent ist, dass man in dem Augenblick, wo man anfängt, gleich Teil dieses File-Services wird. Und das ist jetzt nun etwas, was man also wirklich positiv sehen sollte und interpretieren muss. Ja, die Musikindustrie denkt sich vielleicht, oh, da werden unsere wertvollen Sachen geklaut. Aber natürlich ist es heutzutage so, wenn Sie irgendeinen neuen Spielepatch runterladen, wenn Sie eine Demo von einem Spiel laden oder auch eine Vollversion von diesen Free-to-Play-Spielen, die natürlich in Wirklichkeit am Ende dann doch nicht free sind, weil man für irgendwas bezahlen muss, was man da spielt, Gold kaufen muss, um sich da weiterentwickeln zu können, um sich ein besseres Schwert zu besorgen oder sonst was, weil man ohne das bessere Schwert diesen dummen Ork, der da rumsteht, irgendwie nicht besiegen kann. Diese Spiele, die man sich da holt, die Free-to-Play-Dinger, die sind ja dann teilweise, je nachdem wie schön sie gemacht sind, ein paar Gigabyte groß. Und wenn Millionen Kunden bei dem Hersteller oder auch nur ein paar hunderttausend auf den Server anstürmen, wenn es die neue Version gibt, dann geht der Server natürlich sofort in die Knie. Die Verteilung kann gar nicht klappen nach diesem Modell. Ja. Es gibt den neuen Spielepatch, der ist 2 Gigabyte groß. Wir haben 500.000 Spieler da draußen, die erfahren das und dann rennen 200.000 zur gleichen Zeit los und wollen dieses 2 Gigabyte Teil haben oder auch nur 1 Gigabyte Ding haben, einen neuen Patch. Dann muss der Server zusammenbrechen und sich dafür dann irgendwas zu kaufen, das kann man schon machen. Ein klassischer Lieferant für sowas ist natürlich das Amazon S3. Aber man kann es auch mit solchen Torrents verteilen. Man muss, die Datei an den Schwarm übergeben, einen Seed haben, eine einmalige Datei haben. Und als nächstes braucht man ein paar Klienten. Hier ist dieser Seed. Als nächstes braucht man ein paar Klienten, die sich hier, der rote Pfeil, der grüne Pfeil, der lila Pfeil, die sich diesen Seed besorgen.
Jetzt haben wir die Datei schon repliziert. Wenn wir es geschickt machen, dann machen wir es wieder so stückweise, dass dann, also wenn der hier was hat, dann kann sich, na, der besorgt, kriegt einen anderen Teil und der kriegt noch einen anderen Teil. Und wenn der den roten Teil haben will, dann muss er den hier fragen. Und na, der rote Teil kann aber auch, wenn der hier erst hat, von dem hier besorgt werden und so. Um das Ganze zu verwalten, um eine Idee zu haben, wer was hat und wo man welche Teile bekommen kann, braucht man noch einen Tracker. Also die Infrastruktur, wir brauchen einen Initial Seed, vielleicht noch ein paar mehr Seeds, die die ganze Datei irgendwo bereithalten. Wir brauchen einen Webserver, in dem dieser Torrent-Descriptor drin steckt. Wir brauchen die Clients, die insbesondere das Zwischenspeichern betreiben. Und wir brauchen einen Tracker. Die Clients, die das Zwischenspeichern betreiben, die dienen auch einerseits dazu, damit sie selber die Datei bekommen, andererseits, damit sie den anderen in diesem Netzwerk Chunks liefern können. Deshalb, wenn Sie den Download machen von irgendeinem Spielepatch oder sowas ähnliches, werden Sie sich vielleicht wundern, dass der Upload bei Ihnen auch heruntergeht, aber natürlich wird Ihre Maschine dann gleich mitverbraucht, in Anführungszeichen Ihre DSL-Leitung und Ihre Maschine gleich mitverbraucht, um das weiter zu verteilen. Wenn dann irgendwann mal die Basis breit genug ist, wenn es hier Tausende gibt und wenn wir annehmen, dass von dieser 500.000 Spieler in den ersten Stunden gleich die ersten 100.000 losrennen, um sich die Datei zu kopieren, dann haben wir wahrscheinlich schnell ein paar hundert, viele tausend Kopien im Netzwerk und ein richtig schön großes verteiltes System, sodass der Tracker den Leuten hier, den Klienten sagen kann, holst du mal da, hol dir das Stückchen da, hol dir das Stückchen da, hole das Stückchen da. Im Torrent-Descriptor, den man sich auf so einem Webserver holen kann, da steht insbesondere Metainformation, da steht dann auch die Adresse von dem passenden Tracker, der sich um die, den Verteilungszustand der Chunks kennt. Na, wie lang die Stückchen sind, eine Liste von Hashes für die Dateistücke und naja, die braucht man natürlich, damit man hier die passenden Stückchen in diesem Netzwerk findet und damit man das korrekt wieder zusammensetzen kann. Uns interessiert ja am Ende insbesondere, dass wir eine komplette Datei haben. Eine vollständige Datei haben, die wir dann auch anstarten können. Das sieht zwar vielleicht, wenn Sie das Spiel oder die Demo oder die Distribution runterladen, so aus, da unten den Progress Indicator, als ob der am Anfang anfängt und am Ende aufhört. Das ist aber natürlich nicht der Fall, sondern es bildet sich so eine Art, na, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was, und da haben wir was, und dann wird das so langsam aufgefüllt, bis es irgendwann mal komplett ist. Ich habe pardon, hier noch ein bisschen mehr dazu aufgeschrieben, also so ein Tracker. Der muss von den Peers bekommen, was sie dann an ein Stückchen haben. Wenn sie ihren Klienten zum Runterladen, ihren Torrent-Klienten zum Runterladen zwischendurch beenden und am nächsten Tag wieder hochfahren, weil sie eben ins Bett gehen mussten, es war immer noch nicht runtergeladen, das Ding, dann wird er auch wieder reinschauen, wo der Tracker ist und dem schicken, welche Stückchen er dann noch hat und wo er jetzt herbekommen kann. Also man fragt den Get, wo kriege ich denn das Dateistück mit diesem Hash her? Und außerdem sagt man die eigene ID, wer ich denn bin, die Peer ID in diesem Torrent. Man kriegt dann eine Antwort, in denen die Peers drinstehen und da steht dann diese Peer ID drin, eine IP-Adresse bzw. ein Hostname und natürlich der Port, auf dem Server hört. Die Peers, die suchen zunächst mal hier bei diesem Webserver nach dem Torrent-Descriptor. Dann in dem Torrent-Descriptor,
Da steht ja drin, welche Stücke und wer der Tracker ist. Und dann fragt man den Tracker nach Peers. Da kann unter Umständen gibt es gar keine die Peers, die das haben. Dann gibt es ja nur den Seed. Aber wenn das eine beliebte Datei ist, dann wird man schnell auch Peers finden. Dann macht man so zu dem Peer eine TCP-Verbindung auf und holt zufällig Stücke, die der andere da hat. Selbstverständlich, und das S müsste man vielleicht streichen, hält man selber auch Stücke bereit und wird sofort Teil des Netzwerkes. Man gibt dem Tracker bekannt, welche Stücke man hat. Man kann aber auch direkt mit einem Peer dann, wenn man schon mal eine Verbindung hat, auch noch weitere Stücke austauschen. Und hier ist der Seed. Der kriegt das hellblaue Stück als erstes, der kriegt das gelbe Stück als erstes. Wenn dieser hier was hat, dann kann der auch von dem gebeten werden und beziehungsweise mit dem austauschen. Wir könnten also zum Beispiel jetzt hier noch das grüne Stückchen hierhin besorgen und der würde das graue Stückchen hierhin besorgen. Die beiden würden noch blau und gelb austauschen. Sie sehen es hier, jetzt hat der immerhin schon das gelbe von dem bekommen, hat das graue von dem und der hier hat noch das grüne bekommen und hat das blaue von dem da bekommen und dann geht es gleich so weiter, die tauschen weiter aus und der macht hier auch noch den Download von diesem und Sie sehen schon, wie das wachsen wird. Probleme bei der Verteilung, der Tracker ist zentral und falls so ein Tracker für einen Torrent ausfällt, dann geht es erstmal nicht weiter, wenn man nicht weiß, oder außer man hat noch ein paar Peers auf Lager, mit denen man noch ein bisschen weitermachen kann. Das sorgt auch noch für eine gewisse Fehlertoleranz während der Übergangsphase. Dann kommt hoffentlich der Tracker bald wieder zurück. Und wenn nicht, dann kann es eigentlich dummerweise sein, dass man die Datei eben doch nicht bekommen kann, wenn der Tracker dann mal dauerhaft weg ist. Man kann sich da behelfen mit diesen Trackern, mit solchen Distributed Hash Tables, dass man also nicht eine Zentralinstanz hat, die man fragt, wo ist denn da was, sondern diese Distributed Hash Tables, mit denen kann man andere fragen, wo es denn was gibt. Das ist so ein verteilter Ansatz, die Tracker zu ersetzen. Die Schwierigkeit dabei ist das Adressieren, aber dafür, also das ist Finden von diesen anderen, die da herumschwimmen und Teile haben, aber mit so Adress generieren und dann mal eine Anfrage stellen, kann man da weiterkommen. Es gibt da raffinierte Ansätze, die teilweise gar nicht so einfach zu verstehen sind, aber auf diese Weise kann man im Netz nach Routen zu anderen von diesen Teilnehmern an dem Torrent. Ein Vorteil ist, eine Seite der Medaille ist, die Verteilung von beliebten Dateien funktioniert sehr gut, wenn also viele in dem Netzwerk aktiv sind und suchen, wenn es eben einen neuen Patch gibt oder ein neues Spiel gibt. Selten verlangte Files, da gehen allmählich diese Seeds verloren und nur noch einer hat den Initial Seed, wenn er den bereithält. Und ein zweites Problem ist, am Anfang, wenn man seinen Initial Seed hat, wie kriegt man Seeds, also komplette Kopien, möglichst gut im Netz verteilt. Und das ist natürlich auch eine Frage der Nähe zu den Kunden. Wie kriegt man also zum Beispiel diese Seeds vernünftig nach Europa, nach Nordamerika, nach Asien und so weiter? Da kann man sich entweder selber was organisieren oder einen kommerziellen Dienst benutzen oder man muss eben möglichst viele Leute dazu gewinnen, dass sie den Download machen, möglichst verteilt über
die geografischen Gebiete, die man damit bedienen will. Also diese Torrents nicht nur für illegale Inhalte, sondern die werden heutzutage auch ganz, ganz viel benutzt, um legale Inhalte zu verteilen. Ein Problem bei der Geschichte ist natürlich, dass der da mitmacht, ein spezielles Programm installieren muss. Und dieses spezielle Programm, wenn Sie sich heutzutage so ein Free-to-Play-Spiel besorgen wollen, dann gehen Sie auf die Webseite, klicken da irgendwie Download, dann kommen 100 Kilobyte, nicht 100 Kilobyte, aber 2-3 Megabyte oder was ähnliches, und dann wundern Sie sich, war es das schon für das ganze Spiel? Und dann startet man das an und dann geht es aber erst los. Ne? Das ist nämlich gerade so ein Torrent-Klient oder Torrent-Peer, der da runtergeladen worden ist und der dann angestartet wurde, der speziell für diesen Torrent erstellt worden ist. Man kann sich natürlich auch einen allgemeinen Torrent-Client besorgen, dann braucht man aber von dem hier diesen Torrent-Deskriptor. Und dieser Webserver, das ist das, was da zum Beispiel bei The Pirate Bay und wie die all die Dinger hießen und noch heißen, von denen betrieben worden ist. Ne? Dieser Webserver, und der ist auch angreifbar, und da verlieren eigentlich auch manche Leute dann Geld, indem sie andere da irgendwelche Torrents eintragen, die Möglichkeit geben, Torrents einzutragen und dann vielleicht Werbung draufpacken oder sonst was. Ne? Pirate Bay eben. Aber insgesamt ist das Verteilmodell natürlich schon attraktiv und interessant. Und wie man heutzutage sieht, gerade eben nicht mehr für solche Raubkopierinhalte, sondern gerade eben für legale große Inhalte wenn man was verteilen will in der Gigabyte-Größenordnung, dann ist das heutzutage das Mittel der Wahl. Sonst würde die Serverinfrastruktur so ein Ansturm von Hunderttausenden, die jeweils 2 Gigabyte wollen, einfach teuer werden, diese Serverinfrastruktur dafür. Die Software in diesem Peer-to-Peer-System versucht manchmal für Fairness zu sorgen. Und was die Leute da benutzen, das sind insbesondere, man braucht eine Warteschlange für die Requests, wenn das Netzwerk aktiv ist und viele wollen irgendwelche Stückchen haben, dann hat jeder Peer für die Requests, die da ankommen, eine Warteschlange. Und in der Warteschlange kann man auch ein bisschen sortieren. Und die Gerechtigkeitsfanatiker haben dann angefangen, solche Bewertungsfaktoren einzuführen, dass also Requests von Leuten, die viele eigene Dateien zur Verfügung stellen, weiter nach vorne in der Warteschlange kommen oder welche eine bessere Netzwerkverbindung allozieren, dafür in der Warteschlange weiter nach vorne kommen und so weiter. Es gibt da so eine Gemeinde, die glaubt in diesen File-Sharing-Netzwerken, bei diesen Peers, dass die Freeloader, also die nichts zur Verfügung stellen, sondern nur Dateien runterladen, dass die des Teufels sind und schlechte Mitmenschen sind. Es gibt aber auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass solche Freeloader auch nützlich sind für das Netzwerk. Also lassen wir das mal. Das Infrastrukturnetzwerk ist übrigens nicht unbedingt identisch mit der Peer-Software, die benutzt wird. Und ich habe hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, nicht mehr besonders aktuell. Aber wir wollen ja alle sowieso nicht File-Sharing betreiben mit illegalen Inhalten. Das ist mehr so das funktionale Interesse, wie man sowas macht. Ich habe hier auch noch so eine Tabelle, in denen ich mal die Modelle miteinander vergleiche. Also BitTorrent, ne? Wie bekommt man heraus, wo es aktive Peers gibt? Das geht entweder zentral mit diesen Trackern oder auch auf eine verteilte Art und Weise. Der Verzeichnisdienst ist hier zum Beispiel verteilt und offen, beim Napster war er aber zentral, beim Nutella verteilt, ne, bei diesen
Donkey-Dingern, teilweise verteilt halt auf dieser höheren Schicht mit den Donkey-Servern beim Fast Track mit den Supernodes. Ich habe ja darüber gesprochen. Bei einem Webserver ist natürlich die Dateihaltung zentral und beim Napster immerhin die Dateihaltung verteilt, aber das Verzeichnis zentral. Die anderen wurden dann schon verteilt oder man hat versucht, es zu verteilen. Das Verzeichnis aber auch hier unten gibt es dann noch so halbzentrale Varianten und da gibt es dann diese interessanten juristischen Auseinandersetzungen drum. Die Dateihaltung hier übrigens transient und verteilt bei Freenet und beim BitTorrent. Bei denen hier ist die Übertragung hier unten chunkweise, hier auch chunkweise. Hier ist es mit Forwarding, also die Dateien werden genommen und zum nächsten übertragen, nicht chunkbasiert. Hier ist es wieder chunkweise und hier oben nur als Gesamtstück. Die einzelnen Eigenschaften, die hatte ich ja auf den Folien vorher besprochen. Hier eben nochmal so eine Zusammenfassung der Eigenschaften von diesen verschiedenen Netzwerken. Mit dem Freenet übrigens kann man natürlich auch andere Sachen verteilen. Da könnte man auch einen E-Mail-Service aufbauen. Man kann ja auch fragen, gibt es da eine Mail für mich? Und wenn wir, daraus kann man einen Hash generieren, Mail für so wie noch und das dann verteilen und irgendjemand hat eben vielleicht den Hash zu Mail für so wie noch herumliegen und die Datei dazu und schickt dann das dann zurück. So, als nächstes, das ist das letzte Kapitel der Vorlesung, da möchte ich noch was zu verteilten Systemen erzählen. Und die Definition von einem verteilten System, da habe ich zwei Definitionen. Die eine da oben nach Andrew S. Tannenbaum, glaube ich, ein Holländer. Das ist ein Urgestein der Rechnernetze und der verteilten Systeme. Eine Menge Bücher geschrieben. Diese Bücher stehen in ganz vielen Universitätsbibliotheken rum. Und als ich angefangen habe mit Rechnernetze, habe ich auch natürlich dieses Tannenbaumbuch Rechnernetze durchgelesen. 1984. Und damals war ich total beeindruckt, wie toll das Buch ist. Heutzutage ist das Buch ja irgendwie nicht mehr so toll. Und es gibt welche, die ich besser finde. Das habe ich auch schon im Literaturverzeichnis erzählt, vorne dran. Aber andererseits gibt es in diesen Tannenbaumbüchern schon auch viele gute Gedanken. Sowohl bei den Rechnernetzen als auch hier in seinem Verteilte Systeme Buch. Eines möchte ich noch zitieren. Eigentlich ein Scherz oder ein Bonmot von Tannenbaum in seinem Rechnernetzbuch. Da schreibt er, die gute Sache an den Standards ist, dass es so viele davon gibt, sodass man sich was aussuchen kann. Und wenn einem nichts gefällt, dann kann man ja immer noch auf die nächste Version im nächsten Jahr warten. Also das ist schon ein guter Spruch, den ich mir mittlerweile jetzt irgendwie 30 Jahre lang gemerkt habe. Seine Definition von einem verteilten System habe ich hier oben hingeschrieben. Und das I sollte man vielleicht mal irgendwann klein machen. Ein verteiltes System ist eine Menge unabhängige Computer, die den Benutzern als ein Einzelcomputer erscheinen. Also diese Menge, die bringt irgendeine Leistung und der Benutzer hat den Eindruck, dass es ein einziger wäre. Und wenn wir da zu unserem Torrent eben zurückkommen und dem Spiele-Download, jeder, der so ein Ding anschmeißt, glaubt, sein Spiel wird jetzt von der Spielefirma direkt heruntergeladen und ist sich gar nicht bewusst, dass es ein verteiltes System ist und dass er auch
zum Teil dieses verteilten Verteilungssystems geworden ist. Weil er nämlich auch anderen Peers seine Datei, die Dateistücke zur Verfügung stellt. Also, wir erscheinen eine Menge von Computern, die als Einzelcomputer, als einer erscheint. Natürlich besser als ein echter Einzelcomputer bezüglich eines gewissen Kriteriums oder hoffentlich besser. Diese Kriterien, die können sein Zuverlässigkeit. Das verteilte System ist zuverlässiger als ein einzelner Rechner. Das kann sein Geschwindigkeit, das kann sein Speicherkapazität, also wie viele Bytes wir da aufheben können. Das kann sein eine verteilte Datenbank, die viele schneller und mehr Records oder mehr Datenbankanfragen bearbeiten kann und so weiter. Hier in der Vorlesung möchte ich über die verschiedenen Ebenen, auf denen man verteilte Systeme aufbauen kann, noch kurz diskutieren und insbesondere dann auch über Kommunikationsmodelle sprechen. Also wenn man so ein verteiltes System macht, dann muss man zwischen den einzelnen Rechnern kommunizieren können, zwischen diesen Einzelcomputern, die unabhängig sind, kommunizieren können. Wir sind also zum Beispiel bei sowas wie Gruppenkommunikation angelangt, wie wir die Gruppe verwalten, ob es einen Chef gibt, ob wir uns einen Chef aussuchen, ne? Auswahlverfahren hier unten. Wenn wir also so einen haben, der koordinieren soll, wählen wir den. Und was passiert, wenn der verloren geht, der da koordinieren soll? Die Koordinierungsfunktion, die ist ganz wichtig, ne? Die Koordinierungsfunktion ist einerseits dazu da, wie eben bei dem Tracker, damit wir Teilnehmer finden können. Die Koordinierungsfunktion ist aber auch dazu da, damit wir irgendwelche kritischen Bereiche schützen können mit Mutexen oder Semaphoren, dass nicht zwei gleichzeitig am Kontostand fummeln können. Was uns, vielleicht nicht gefällt, formulieren wir es so. Also wir brauchen eine Koordinationsfunktion. Wir brauchen vielleicht Auswahlverfahren, wahrscheinlich. Wir müssen für zuverlässige Kommunikation sorgen mit verschiedensten Methoden. Wir müssen uns um Synchronisation kümmern. Wenn wir verteilen, eben hatte ich über die Hashes gesprochen, ne, dass da Stückchen herumliegen und Dateien herumliegen. Wir müssen herausfinden, ist das das richtige Stück, passt das zu dem, was wir haben? Und das kann man zum Beispiel bei den Trackern mit Hashes machen. Aber die Synchronisation ist natürlich noch ein viel, viel komplexeres Gebiet. Wir müssen schauen, dass wir, wenn wir gleichzeitigen Zugriff auf eine Ressource haben, dass der eine den anderen nicht stört und solche Sachen. Wir wollen immer die aktuelle Version haben, die letzte Version haben. Wenn Sie einen Flug buchen, dann möchten Sie natürlich, dass Ihre Buchung auf einem Datenstand erfolgt, der den aktuellen Belegung widerspiegelt und nicht die von gestern. Es könnte ja sein, dass noch fünf andere Leute da einen Flug gebucht haben und dass dann am Ende dann nicht mehr genügend Sitze vorhanden sind. Also gerade diese Reservierung, Flugplatz, Ticketreservierung beim Fliegen ist ein interessanter Koordinationsaspekt. Ja, zur Synchronisation gehört eventuell Zeit. Und Zeit in einem verteilten System ist ein schwieriges Kapitel. Wir werden dann drauf kommen. Das hat auch damit zu tun, wenn Sie hier einen Rechner haben und ein paar tausend Kilometer entfernt einen Rechner haben. Wenn ich jetzt hier meine Zeit dem anderen schicke und die Zeit kommt an, dann ist es ja gar nicht mehr die richtige Zeit. Sondern dann ist es ja auch in der Vergangenheit schon. Also darum müssen wir uns vielleicht auch noch kümmern. Und worum wir uns kümmern müssen, ist dieses Programmiermodell. Wie können wir die Funktionen ansprechen? Können wir denn die Leistungen in so einem anderen Computer, das sind ja unabhängige Computer, können wir die mit einem normalen Prozeduraufruf kriegen? Oder brauchen wir da so ein GET-Request? Und so weiter und so weiter. Wie kriegen wir das plattformunabhängig
hin. Und ich habe hier noch das Ace hingeschrieben, was ein sehr bekanntes, verteiltes Programmiermodell. Worüber ich auch noch hier auf diese Zeichnung da, ist eine Frage der Abstraktion. Sowohl vom Programmiermodell als auch ja, diese Koordinationsfunktion und so weiter. Wir können die Verteilung auf der Ebene der Hardware vornehmen. Und dann sind wir bei sowas, was man ja, gerne so als einem einfachen Parallelrechner. Wenn Sie einen Rechner haben mit mehreren Prozessoren drin, dann kann man da die Verteilung auf der Hardware-Ebene durchführen. Wir können aber auch die Verteilung bei einer Distributed Shared Memory auf Hardware-Ebene durchführen, zumindest die Abstraktion so machen, dass immer über Speicher kommuniziert wird und dass der Speicher verteilt liegt. Wir können es auf Treiber-Ebene machen. Jedes Mal, wenn wir auf eine Festplatte zugreifen wollen, auf die Festplatte zugreifen, das könnte der Treiber so machen, dass er immer lokal auf die Festplatte zugreift, aber er könnte vielleicht auch andere entfernte Festplatten benutzen. Und so tun, als ob er die lokale Festplatte benutzt. Ich meine, das können Sie sich so vorstellen, wie mehrere Festplatten in einem Computer drin. Auf Betriebssystemebene verteilte Dateisysteme. Für das Programm sieht es so aus, als ob der Zugriff immer gleich ist, aber manchmal trifft man die lokale Festplatte und manchmal eine entfernte Festplatte. Der einzige Unterschied ist hoffentlich die Geschwindigkeit, also oder sagen wir lieber das Delay, bis man die Antwort kriegt. Wir können so eine Library, so eine Middleware haben. Das ist gerade sowas wie das Ace. Also die Library sorgt für die Verteilung. Da muss man gegen diese Library programmieren, mit der Library eine Datei aufmachen, mit der Library eine Nachricht an einen anderen Prozess schicken. Und dann sorgt die dafür, dass das entweder remote irgendwo hingeschickt wird oder lokal erledigt wird. Wir können einfach alles selber machen in der Anwendung. Das hört sich jetzt an, zunächst mal an, wie hoch alles selber machen, will ich das? Die zweite Antwort ist, ja, will man vielleicht schon, weil man dann noch mehr über sein Problem weiß. Da weiß man zum Beispiel, das möchte ich lokal aufheben und das könnte auch remote aufgehoben werden. Da geht es um Performance insbesondere. Oder der Benutzer kümmert sich um die Verteilung. Ah, hier unten steht noch was. Eine zweite Definition, die ist von Leslie Lamport. Der Leslie Lamport ist auch so ein Pionier der verteilten Systeme, Urgestein der verteilten Systeme, des Distributed Computing. Und der hat geschrieben, a distributed system is one where I cannot get any work done because some machine I've never heard of has crashed. Und dieses Erlebnis werden Sie sicher auch schon mal gehabt haben. Sie wollen was machen und dann kommt da irgendeine Fehlermeldung. Der und der ist nicht da. Hey, kenne ich den? Was soll denn das eigentlich für einer sein? Und dann ja, ist man unter Umständen ziemlich machtlos. Spiegelt auch wieder, was hier oben drin steht. Dem Benutzer, das als ein Einzelcomputer erscheint. Ne, der will seine Arbeit machen an so einem Einzelcomputer, aber es stellt sich raus, dass irgendein Computer, den er gar nicht kennt, nicht funktioniert und dass er deshalb das, was er machen will, nicht machen kann. Naja, doch, das stimmt schon. On is one on which, auf dem ich meine Arbeit nicht gemacht kriege. Diese Folie, die ist mir eine wichtige, die hier ist. Und da geht es um Nebenläufigkeit.
Nebenläufigkeit ist das, was man will. Concurrency. Wir reden hier über das Problem, ist meine Aufgabe, mein Algorithmus so strukturiert, dass ich ihn parallelisieren kann. Es gibt Algorithmen, bei denen ist es ganz, ganz schwierig. Und es gibt Algorithmen, bei denen drängt sich das fast auf. Und dann gibt es den ganzen Kram in der Mitte, den ganzen Rest, den dicken Packen, bei denen man scharf nachdenken muss, bis man eine vernünftige Parallelisierung findet. Nebenläufigkeit findet. Der Edgar Dijkstra hat dazu gesagt, ja, auch wieder so ein Großer der Informatik, der Edgar Dijkstra hat dazu gesagt, Nebenläufigkeit hat man dann, wenn zwei oder mehr Ausführungsflüsse gleichzeitig laufen können. Also genau dann, und das steht hier in der nächsten Zeile, wenn sich die Ergebnisse und die Zwischenergebnisse, die da haben und die Zwischenresultate, die sie zwischendrin brauchen, wenn die sich eben nicht gegenseitig beeinflussen. Wenn man nochmal eine Zeichnung machen möchte, dann irgendwie der hier rechnet was, der braucht zwar irgendwelche Inputs hier und der braucht hier was und der braucht hier was, aber die brauchen nichts voneinander. In dem Augenblick, in dem der hier was von dem braucht, muss gewartet werden. Das ist noch der freundliche Fall. Der unfreundliche Fall ist natürlich der hier. Da muss nämlich an der Stelle gewartet werden. Der ganze Kram muss hierhin verschoben werden, bis das da ist. Und dann geht es hier erst weiter. Das hier ist gerade eben nicht Concurrency, wenn wir so eine Kommunikation brauchen. Wenn der eine dem anderen was liefern muss. Wenn die nicht kausal abhängig sind, dann hat man Nebenläufigkeit, wenn sie kausal abhängig sind, dann hat man sie gerade nicht, die Nebenläufigkeit. Und eine kausal abhängige Sache ist natürlich, zwei Leute wollen einen Flug nach Tokio buchen und in dem Flug, da gibt es ein paar Plätze und der eine schaut nach, ob es einen Platz gibt und der andere schaut nach, ob es einen Platz gibt. Und wenn es nur noch einen Platz gibt, dann haben wir genau sowas. Die sind eben gerade nicht unabhängig voneinander. Oder wir rechnen irgendein Modell, wir parallelisieren das, indem wir wir wollen irgendeine Strömung oder sowas ähnliches berechnen. Wir teilen unser gesamtes das Volumen, in dem das Rohr, sagen wir mal, in dem die Strömung da verläuft, teilen wir ein in den oberen Teil und den unteren Teil und wollen den unteren Teil unabhängig von dem oberen Teil berechnen, aber natürlich da, wo die zusammenstoßen, da müssen wir vielleicht schon Daten übergeben, weil ja Partikel von dem oberen Teil vielleicht auch in dem unteren Teil weiter strömen können. Und da haben wir eben gerade keine, zumindest in der Grenzschicht, keine Unabhängigkeit und die Nebenläufigkeit steht zumindest in Frage. Erschwert wird das Ganze, wenn wir gleichzeitig ausführen wollen, dass es viele Ausführungspfade durch ein gegebenes Stück Programm gibt. Das hat was mit Eingaben zu tun, das hat was damit zu tun, dass Sie von der Festplatte was lesen wollen. Das dauert mal länger und mal kürzer. Wir können also zeitlich gar nicht so genau voraussagen, wann wir an welchem Stück in unserem Ausführungspfaden sind. Eventuell führen wir auch unterschiedlichen Code aus in diesen beiden Pfaden, vielleicht aber auch den gleichen Code, aber eben nur zeitlich irgendwie anders abläuft. Der eine Computer ist schneller als der andere. Wir haben ein kurzfristiges Ressourcenproblem, irgendein anderer Prozess läuft noch zwischendrin und.
Vor allem aber auch konkurrieren wir um Ressourcen. Und da gibt es dann dieses wundervolle Beispiel, auch wundervoll unrealistisch, von den Dining Philosophers, die da um den Tisch herum sitzen. Und also das sind Philosophen, die denken zwischendrin, also wenn sie gerade nicht essen, haben sie auch zu tun. Aber wenn sie dann mal zwischendurch mit dem Denken irgendwie nicht so vorankommen, dann überfällt sie vielleicht der Hunger nach den Spaghettis, die da sind. Und dann greifen sie zu dem Werkzeug, das sie zum Spaghetti-Essen brauchen. Und wie die so sind, die Philosophen, brauchen die nicht nur eine Gabel, sondern auch den Löffel, um ihre Spaghettis zu drehen. Aufzudrehen auf die Gabel. Wir haben aber insgesamt nur 4 Werkzeuge. Wenn also der hier das da greift, dann kann natürlich der hier nicht mehr den Löffel kriegen. Der greift das, greift dann nach links, um die Gabel zu holen, kann essen, der kann aber nicht mehr essen, obwohl er die Gabel schon hat, weil dieser Löffel, an den kommt er nicht hin. Der ist ja weg. Also kann der da schon mal nicht essen, aber er hat natürlich vorsichtshalber schon mal die Gabel in der Hand. Der da hat da zwar den Löffel, aber er kommt nicht an die Gabel ran, weil der den schon hält. Das ist natürlich ein bisschen blöde Situation. Wenn dieser hier vernünftig wäre und die Gabel wieder zurücklegen würde und einfach weiterdenken würde, könnte der wenigstens auch noch essen. Also, wir konkurrieren um Ressourcen. Und dieses Konkurrieren um Ressourcen, das kann eine Festplatte sein, das kann die Netzwerkkarte sein, das kann ein Bus sein, auf dem gerade Daten übertragen werden und, und. Das können Datenbanksätze sein oder zum Beispiel Hardware. Wir wollen also synchronisieren. Hier hatten wir schon sowas wie Mutual Exclusion. Wenn der den Löffel hat, kann der den Löffel nicht kriegen. Aber jetzt kann es auch passieren, dass die 4 Schlaumeier alle mit der rechten Hand losgreifen. Der kriegt einen Löffel, der kriegt eine Gabel, der kriegt einen Löffel, der kriegt eine Gabel. Und dann greifen sie mit der linken Hand los, um sich den Rest zu besorgen. Aber da liegt nichts mehr. Und dann sitzt jeder mit seinem einen Instrument da, kriegt das andere nicht und die Burschen müssen verhungern. In so einem Szenario kann man das natürlich irgendwie lösen. Die sollen sich gefälligst angucken und schlau wie sie sind, sich darauf einigen, wer jetzt was isst und wer jetzt wem welches Instrument zum Essen gibt. Aber was wir haben, ist so ein Wartezyklus eigentlich. Der wartet darauf, dass der hier die Gabel zurücklegt. Der legt sie aber nicht zurück, weil er darauf wartet, dass der hier den Löffel zurücklegt. Der legt sie aber nicht zurück, weil der darauf wartet, dass der hier die Gabel hinlegt und der legt die Gabel nicht hin, weil er darauf wartet, dass der endlich den Löffel hinlegt, damit er was essen kann. Und wir haben so einen Zyklus, so einen Wartezyklus. Und der muss irgendwie aufgelöst werden. Da gibt es Techniken, sobald man, also gibt es 2 Probleme. Erstens muss man so einen Wartezyklus entdecken, herauskriegen, dass er existiert. Und zweitens muss man irgendwie überlegen, wie wir das beseitigen. Eines könnte zum Beispiel sein, dass wir allen auf die Finger hauen und sagen, legt euer Werkzeug zurück und dann wartet ihr eine zufällige Zeit und greift wieder zu. Vielleicht kriegt das ja dann. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich irgendwie konkret überlegt, du legst jetzt zurück und sowas. Das ist aber eben schwieriger und dann gibt es dann gleich wieder diese Fairness-Geschichte und. Also erstens detektieren und zweitens irgendwie diese Verklemmung, diesen Deadlock auch tatsächlich beseitigen. Das gehört zu sowas wie Synchronisation dazu. Und das ist ein reales Problem, dass die Betriebssystemarchitekten schon seit vielen Jahren bearbeiten. Real und bekannt. Zur Synchronisation möchte ich jetzt auf ein paar Folien hier erst was erzählen, dann gibt es zum Thema Infrastruktur ein bisschen weiter und später kommen wir dann wieder bei der Synchronisation vorbei. Ich will hier nur ein Beispiel geben, welches Problem wir zu lösen haben. Schauen wir uns mal dieses sequentielle Programm an. Das sequentielle Programm, was wir haben, zugegebenermaßen eher trivial.
Das wollen wir parallelisieren. Und wenn wir uns das anschauen, also erst wird das A auf 0 gesetzt, dann wird es B auf 0 gesetzt, dann wird es A auf 10 gesetzt, ist B auf 20 gesetzt, dass diese Sequenz so ist. Ich meine, diese Nuller, das auf 0 setzen, hätten wir uns auch sparen können. Und gleich A ergibt sich zu 10, B ergibt sich zu 20, und dann C ergibt sich zu A plus B. Aber so steht es halt nun mal da und wir wollen es so lassen. Sequenziell überhaupt kein Problem. Jetzt wollen wir das auf 3 Prozessoren verteilen. Und wir kommen jetzt auf die super tolle Idee, das hier so irgendwie reihum zu verteilen. Die erste geht an den, die zweite geht an den, die dritte geht an den, die vierte wieder an den, die fünfte wieder an den. Also der macht A ergibt sich zu 0 und dann B ergibt sich zu 20. Der greift sich das A und B und rechnet das C aus. Je nachdem, wer hier schneller ist, wer wann was macht, können wir natürlich die unterschiedlichsten Ergebnisse erzielen. Da ist alles möglich von 0 bis 30. Ja, 120 mögliche Permutationen, wie das hier ausgeführt wird, in welcher Sequenz das ausgeführt wird. Und da kommen dann unterschiedliche Ergebnisse raus. Und wenn es blöd läuft, wird eben das A oder das B irgendwie zuletzt ausgeführt in so einem verteilten System. Und als C kommt dann auch noch 0 raus, wenn es blöd läuft. Naja, wir könnten zum Beispiel haben, dass das hier ausgeführt wird, aber bevor das hier ausgeführt wird, wird das hier noch ausgeführt und der hier, der ist halt aus irgendeinem gewissen Grunde langsam und schreibt sein Resultat hier erst spät in den gemeinsamen Speicher zurück. Warum auch immer, der kommt eben zu kurz beim Buszugriff oder sonst was. Während der hier relativ flink beim Buszugriff ist, aus irgendwelchen Gründen, die wir hier gar nicht diskutieren brauchen. Und die Antwort, was wir hier, wie wir das denn in Ordnung bringen können, die ist gar nicht so einfach. Die einfachste, die Antwort, die einem noch einfällt, ist anständig synchronisieren, aber da sind wir genau bei dem da, da haben wir keine Parallelität. Wenn wir dafür sorgen, dass diese Reihenfolge hier genau eingehalten wird, dann ist hier nichts mehr mit parallelem Ausführen. Wenn wir hier paralleles Ausführen haben wollen, dann müssen wir vielleicht diese stur sequenzielle irgendwie aufweichen mit ein bisschen mehr Wissen, in welcher Reihenfolge man das denn ausführen kann. Da helfen dann irgendwelche Datenflussgraphen und so weiter. Ich möchte jetzt ein wenig über Infrastruktur von verteilten Systemen sprechen. Ich hatte am Anfang schon so ein Do-it-yourself verteiltes System. Da schreiben wir eine verteilte Anwendung. Wir haben ein Netzwerk, wir haben ein Betriebssystem, wir haben ein Kommunikationssystem und wir haben hier vielleicht Verteilungsmanagement, das wir aber zunächst mal gar nicht benutzen, sondern wir machen die Verteilung selber mit unserer Anwendungskomponente. Zum Beispiel mit der Kopiersemantik. Wir organisieren die zuverlässige verteilte Haltung von Dateien, indem wir unsere Sachen selber auf irgendeinem File-Server ablegen. Wir kümmern uns selber darum, dass das, was uns wichtig ist, dass wir davon Backup irgendwo anders haben. Oder so wie ich mit meinen E-Mails, ich betreibe so ungefähr 4 Rechner und die sind eben so konfiguriert, die E-Mail-Klienten, auf allen 4 Rechnern alle E-Mails herumliegen. Wenn einer davon kaputt geht, dann habe ich noch die anderen E-Mails, auf den anderen 3 die E-Mails mit den Attachments. Ich muss mich aber kümmern, ich muss zumindest dafür sorgen, dass die, solange wie die E-Mails vorgehalten werden, zentral bei den Mail-Providern, dass ich in dieser Zeit, dass da jeder von meinen 4 Maschinen das immer mal wieder abholt.
die E-Mails. Dann kriege ich eine relativ zuverlässige Verteilung hin, aber ich muss es selber machen. Eigentlich, naja, als Benutzer. Ich kann es aber auch als verteilte Anwendung mich darum kümmern, dass ich das selber organisiere. Dann benutze ich zum Beispiel irgendwelche Dienstefragmente, sowas wie Namensauflösung, Dienstegüte und so weiter. Ich kopiere Dateien und diese verteilte Anwendung sorgt dafür, dass die Verteilung sichergestellt wird, dass ich mehrere Kopien habe. Was etwas ungeschickt daran ist, dass die verteilte Anwendung nicht so genau weiß, was unten drunter passiert. Sie muss Verbindungen aufbauen, sie muss Kopien anlegen, mehrere Verbindungen unterhalten und so weiter. Eventuell weiß sie nicht so gut über die Netzwerktopologie Bescheid, über die Dienstegüte in den verschiedenen angeschlossenen Maschinen. Eine Technik, eine Variante von dem, was wir für Protokolle besprochen haben, dass ALF sich selber darum kümmern, dass die Anwendung kümmert sich selber darum, dass die entsprechende Verteilung erledigt wird, die verteilt selber die Jobs an die beteiligten Rechner, schickt die hin, holt die ab und weiß genau, wer was macht. Das Programmieren macht natürlich schon ziemlich viel Arbeit, viel Handarbeit. Man muss sich selber um Nebenläufigkeit kümmern, man muss sich selber um Konsistenz kümmern. Der Vorteil ist, man weiß ja, was man da verteilt rechnet, man kennt das Problem gut und kann es entsprechend von dem Problem verteilt rechnen. Das ist der Ansatz, selber die verteilte Anwendung zu schreiben, wenn man angesichts der vorhandenen Ressourcen, das Problem möglichst gut anpassen will mit den Ressourcen, die man hat. Weil man eben mehr weiß über das Problem. Ein Beispiel für nicht selbstgemachtes sind die verteilten Dateisysteme. Da kümmert sich eine Infrastruktur unten drunter um die Verteilung. Das kann man mit Remote Disks machen. Dann werden, das ist auf der Treiberebene, so eine Remote Disk. Man hat einen Treiber, der tut so, als ob die Festplatte, die man da benutzt, als ob die lokal wäre. In Wirklichkeit ist sie es aber nicht. Die Allozierungseinheit, die Einheit der Verteilung, ist dann übrigens der Sektor oder der Block und nicht die Datei. Bei Remote Files haben wir auf einem anderen Rechner, hier habe ich so drei Stationen hingezeichnet, andere, die Remote-Files herumliegen. Heutzutage kennen wir das alle und benutzen es auch. Naja, ich weiß nicht, ob wir es alle wirklich benutzen, aber wir kennen es, gerade bei Unix oder so, ist es ja ganz bekannt und beliebt, dass man zum Beispiel hier auf dieser Workstation ein Verzeichnis hat, das tatsächlich auf einen anderen Rechner, ein Verzeichnis auf einer anderen Maschine verweist, das also ein Teil dessen Verzeichnisbaumes hier gemountet ist. Und diese Datei hier liegt aber vielleicht dann wieder hier drüben in diesem Verzeichnis bei der Station 1. Das ist so ein klassischer Fall von dem da. Und das habe ich natürlich auch schon erlebt. Ich mounte ein Verzeichnis auf irgendeinem Rechner. Das geht wochenlang gut und irgendwann mal geht es plötzlich nicht gut. Ich schaue aufgeschreckt dahin. Was will denn das mit dem Rechner da? Tatsächlich habe ich geglaubt, ich habe was von hier gemountet, aber leider war das auch nur ein Import von dem hier und wenn der dann nicht läuft, komme ich eben hier nicht hin. Es gibt Netzwerkbetriebssysteme. Diese Netzwerkbetriebssysteme, die erlauben uns, weitgehend autonome Arbeitsplatzrechner zu haben.
mit einer eigenen Benutzungsschnittstelle, mit einer eigenen Betriebssystemkopie und die sind auch ohne Netz arbeitsfähig. Das ist das, was wir heutzutage in der Regel haben. Aber wir können trotzdem lokale Dienste substituieren mit Remote-Diensten. Das geht beim Einloggen los. Unsere Maschine fährt hoch und wenn ich da meine Benutzerkennung eintippe, dann wird das nicht lokal überprüft, sondern remote irgendwo überprüft und zurückgeliefert wird zum Beispiel mein Desktop. So haben wir das in den Pools. Ne? Wenn Sie sich bei irgendeinem Rechner da einloggen, kriegen Sie hier in diesem Windows-Netzwerk Ihre Umgebung so geliefert, wie Sie das letzte Mal bei dem Rechner, der da hinten im Pool stand, bekommen haben. Ihre Dateien liegen dann, Ihre Benutzerdateien liegen typischerweise dann auch gar nicht auf dem lokalen Rechner, sondern irgendwo auf einem zentralen File-Server. Sie merken es eigentlich nicht, das System tut so, als ob das lokal liegen würde, wie es auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem persönlichen Rechner zu Hause ist. Im Netz gibt es dann lokalisierbare Dienste zum Speichern, zum Drucken, auch das Rechner hochfahren. Ja, das kann auf mehrere Arten gelöst werden. Entweder wird dann erstmal eine Disk Remote gemountet und das Betriebssystem wird von Ferne geholt oder das Betriebssystem wird lokal geholt und nur der Login erfolgt remote. Das habe ich hier nochmal geschrieben, so eine Diskless Workstation. Da kann es auch sein, dass auf dem Rechner, vor dem man da sitzt, dass da gar keine Festplatte ist, sondern nur irgendein Bootrom ist und das besorgt dann die Betriebssystemkopie und legt die lokal auch im RAM ab. Das sind Namensdienste, Mailserver, alles so lokalisierbare Dienste im Netz, aber das Betriebssystem sorgt dafür, dieser Netzwerkteil des Betriebssystems sorgt dafür, dass dass wir diese Dienste im Netz benutzen können. Hier habe ich einfach noch ein paar Beispiele hingeschrieben und da können wir natürlich auch alle Unix und eigentlich alle Arbeitsplatzrechner, Betriebssysteme, die heute so beliebt sind und benutzt werden, eintragen. Die Programmierung ist teilweise einfacher, aber die wirklichen Parallelisierungsprobleme, also parallel rechnen, schneller rechnen, sind dabei eher nicht gelöst. Meistens empfinden die Leute das als die Benutzer das als langsamer, wenn ihre Dateien eben nicht lokal liegen, sondern remote liegen und mehrere im Pool sitzen, 10, 20 Leute, dann wird das länger, dann dauert das länger, auf eine Datei zuzugreifen, das Word anzuwerfen oder so ähnlich, wenn die Applikation remote geladen wird, als es lokal wäre. Verteilte Betriebssysteme, die geben das jetzt auf, dass wir noch einen selbstständigen eigenen lokalen Rechner haben. Da ist jeder von diesen Rechnern hier, naja, diese Notation Rechner geht schon fast verloren. Wir führen irgendwo Software aus, Anwendungskomponenten aus und die benutzen dieses verteilte Betriebssystem, um über Netzwerk auf diese Ressourcen, die da verteilt stehen, zuzugreifen. Also da geht ohne das gesamte System oder zumindest ein Großteil von diesem System, je nachdem, wie man das macht, kein Arbeiten. Die Kommunikation für so eine verteilte Anwendung, die kann entweder implizit oder explizit sein. Explizit, also selber Datagramme schicken oder einen Socket aufmachen oder Streams aufmachen und dann, wenn man eine Message an ein Objekt schicken will oder eine Prozedur aufrufen will, selber machen. Also in so eine Nachricht verpacken, ich möchte jetzt diese Funktion aufrufen mit dieser Signatur. Man muss natürlich genau sagen, was man haben will und hier hinten dran sind die Parameter, dann wird es abgeschickt und das Ergebnis kommt später zurück. Ich habe hier ein paar Beispiele hingeschrieben, so verteilte Objekte und Methoden, also fällt uns zum Beispiel das RMI ein,
Remote Method Invocation vom Java oder sowas wie Java Spaces und Genie bzw. das Callbar. Die Anwendung kommuniziert explizit mit Ressourcen. Es gibt ein Lookup-Problem. Es gibt ein Lookup-Problem, dass wir die Ressourcen finden müssen bei dieser expliziten Kommunikation. Und dann müssen wir unsere Anfragen konkret stellen. Implizite Kommunikation. Da haben wir transparente Prozeduraufrufe. Wir kümmern uns nicht darum, ob die Prozedur lokal ist oder remote ist. Wir machen einfach diesen Prozeduraufruf und das verteilte Betriebssystem sorgt dafür, dass die Prozedur dort aufgerufen wird, wo sie denn ist. Die kümmert sich also insbesondere um Suchen auch von den Leistungen. Auch Variablenzugriffe könnten so organisiert sein. Das ist gerade bei Shared Memory, Distributed Shared Memory so. Wir benutzen eine Speicheradresse und das System unten drunter sorgt für die Antwort. Die wird entweder über ein Netzwerk transportiert oder sie liegt lokal. Das System unten drunter sorgt dafür, dass der Richtige gefunden wird, bei dem diese Datei eben herumliegt. Und das API wäre dann identisch, ob lokal oder im Netzwerk. Das kriegt man sowohl softwaregestützt hin mit dem Compiler und der entsprechenden Runtime, oder man kann das hardwaregestützt probieren, zum Beispiel MMU-basiert. Ne? Hier ist gerade Distributed Shared Memory das Stichwort, und bei dem Distributed Shared Memory, DSM, da kommen wir auch später noch vorbei. Ja, diese Web-Applikationen, die will ich jetzt dann gar nicht so intensiv besprechen. Kleines Serversystem. Wir haben hier unseren Browser, wie letztes Mal besprochen. Wir fragen den Server hier, der holt eine Datei, fügt was ein und schickt es zurück. Da drin können jede Menge Skripte existieren, und wenn Sie so eine Web-Applikation anschauen, das ist eigentlich schon ein schönes verteiltes System. Wenn wir Google Maps benutzen oder eBay oder sowas. Die Nebenläufigkeitsprobleme, die Synchronisationsprobleme, die werden dabei meist auf eine Datenbank abgeladen. Eine Datenbank, die kann sowas wie Locking gut. Sowas wie jemand hat eine Ressource besetzt, beziehungsweise fragt eine Ressource an und jemand anders tut das auch, und dann wird darüber gewacht, dass diese Transaktion funktioniert. Das ist so ein transaktionales Nebenläufigkeitsmodell. Transaktional bedeutet, beide dürfen mal machen, und wenn sie sich dabei nicht in den Konflikt kommen, wenn sie also nicht irgendwelche Variablen, die sie gelesen haben, gegenseitig beschreiben, also der A liest und schreibt, der B, nicht Variablen, sondern Datensätze. Der A liest und schreibt irgendwelche Datensätze, der B liest und schreibt irgendwelche Datensätze. Und das klappt so lange, solange sich das Schreiben nicht mit dem Lesen überlappt. Wenn sich dann später irgendwann das Schreiben noch mit dem Lesen überlappt, dann muss eine der beiden Transaktionen abgebrochen werden. So macht man das gern bei Datenbanken. Und diese Nebenläufigkeitsproblematik hier, die können wir eben durch so eine Datenbank in diesen Web-Applikationen auch lösen. Mehr zu diesem Modell will ich jetzt gar nicht erzählen, das haben wir ja in den letzten Stunden fleißig besprochen. Hier habe ich so eine Folie, so eine Wunschliste, beziehungsweise gleich auch noch Probleme aufgeschrieben. Wir wünschen uns Zugriffstransparenz. Also ein einheitliches API, nicht, dass wir unterschiedlich benutzen müssen, ob wir remote oder lokal zugreifen, ob wir was verteilt machen wollen oder nicht verteilt machen wollen. Wir wollen so ein Single System Image, eine Idee des einheitlichen Systems natürlich haben. Wir wollen logische Namen benutzen, nicht physische Namen. Diese Abstraktion brauchen wir schon, damit das Ganze auch migrieren kann.
damit wir unten drunter mehr Ressourcen stecken können, kommen wir gleich noch vorbei, oder Ressourcen auch wieder entfernen können, falls wir doch nicht so viel benötigen. Was man da auch gerne noch hat, ist sowas wie Yellow Pages, dass man sich also nach Ressourcen erkundigen kann, sagen kann, ich brauche jetzt irgendwo Festplatte. Und dass man dann vom System zurückkriegt, okay, hier kannst du Festplatte haben. Da kommt dann ein logischer Name zurück und die Abbildung auf den physischen Namen, die findet unten drunter statt, die interessiert uns nicht. Also das ist eine Hoffnung, die wir haben. Ortstransparenz ist auch so eine Hoffnung. Sowohl für Dateien als auch für Verzeichnisse, für meine Arbeitsumgebung, für Terminalzugang, für Rechenleistung, für Speicher, für Prozesse. Prozesse und eine Ortstransparenz für Prozesse ist natürlich was eigentlich super Tolles. Dass man Prozesse migrieren kann, also so wie Dateien, die man hier und da speichern kann, dass man eben auch einen Prozess jetzt mal, wenn auf dem Rechner zu viel los ist, den Prozess nimmt, hierhin migriert und dort weiterrechnen lassen kann. Das ist zumindest eine Hoffnung, die man haben kann. Dienstetransparenz. Namensdienst, verschiedene benutzen können und oben drüber eine Abstraktionsschicht, dass wir mit einem Netzwerkbrowser uns Ressourcen suchen können, dass wir die Drucker, egal welcher Sorte sie sind, mit demselben Protokoll oder zumindest von der Applikation aus auf dieselbe Art ansprechen können. Das einzige Problem ist, dass wir dann immer noch zum Drucker hinlaufen müssen, um das Papier abzuholen. Skalierbarkeit ist einer dieser großen Wünsche, die wir haben, also Lastverteilung, Load Balancing. Dieses Prozessmigration, die Ortstransparenz von Prozessen, die Ortstransparenz von Rechenleistung, die Ortstransparenz von Speicher, die Transparenz des Dateisystems, das ist natürlich was man sich hier für die Lastverteilung wünscht. Pools mit Geräten, Festplatten oder sonst was, die man gemeinsam im Netzwerk nutzt. Und zu der Skalierbarkeit, einerseits die Lastverteilung, aber eben andererseits auch, dass man was dazustellen kann an weiteren Ressourcen, ein weiterer File-Server und das System, wenn es denn richtig schön ist und transparent ist, na, Transparenz ist irgendwie der Schlagwort hier, das Schlüsselwort, dann kann man das inkrementell erweitern und die Dateien migrieren automatisch passend dahin. Wenn ich hier schreibe, additive Ressourcenkumulation, steckt da mehr drin, als man zunächst erwartet. Denn dieses Additiv bedeutet, wenn ich einen Giga habe und packe ein zweites Giga dazu, dass ich dann tatsächlich hinterher eins habe und noch eins dazu packe, dass ich dann hinterher in der Größenordnung von zweien auch tatsächlich habe. Also das Skalierbarkeit. Fehlertoleranz, das ist die andere Seite von Verteilung. Einerseits kann ich mit Verteilung versuchen, schneller zu rechnen, andererseits kann ich mit Verteilung versuchen, sichere Daten zu halten und sicher eine gewisse Rechenleistung zu bekommen. Ich möchte, wenn was schief geht, eine graduelle Leistungsabnahme haben. Also nicht, dass das ganze System ausfällt, sondern dass es nur ein bisschen schlechter läuft. Ich möchte, dass das System partitionierbar ist, dass es also, wenn ein Teil des Netzwerkes zusammenbricht, dass ich den einen isolierten Teil und den anderen isolierten Teil immer noch betreiben kann, einzeln und für sich, wenn wir eben einen Defekt haben. Und dass später, wenn der Defekt behoben ist, sich das System wieder zusammenfindet. Die Fusion, um die Partitionierung wieder aufzuheben. Transaktionssicherheit, dass Transaktionen, wenn sie einmal committed sind, auch tatsächlich durchgeführt werden. Das ist wieder sowas mit Datenbanken. Ne? Replikation, Dateien mehrfach speichern, das ist so eine Hoffnung, die man hat. Und die Migration, auch wenn ein System ausgefallen ist, dass dann die Prozesse
die Aufgabe, formulieren wir es mal lieber so, die Aufgabe von einem anderen Prozess übernommen werden kann. Plattformintegration, ja, Formate, das ist auch wieder sowas wie Transparenz, ne, dass die Formate ähnlich sind, dass wir vielleicht Betriebsform, Betriebssystem unabhängig sind oder nur ein Betriebssystem im ganzen Netzwerk haben und dass die Hardware entweder homogen ist oder solche Hardware-Unterschiede von dem System oben drüber im Sinne dieser Transparenz ausgeglichen wird. Ja, beim nächsten Mal möchte ich dann weitermachen noch kurz mit Kommunikationsmodellen. Da kommen wir dann nochmal zu so einer Zusammenfassung von Namen und Adressen. Und dann werden wir uns auch noch um Synchronisation kümmern und solche Sachen wie Replikation. Das machen wir dann nächste Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit heute und wir sehen uns am nächsten Montagnachmittag hier wieder. Auf Wiedersehen.